Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, was heißt neu? So neu ist das gar nicht. Das habe ich euch nämlich vor einem Jahr oder vor schon über einem Jahr schon mal gezeigt, dieses süße kleine Spiel, nämlich Zoo 2 Animal Park. Das war damals ein reines Handyspiel. Da geht es darum, einen Zoo aufzubauen, aber dazu später mehr. Und ja, damals habe ich schon mal 8 Videos dazu gemacht. Die habe ich euch auch in die Playlist mal reingepackt. Die habe ich nämlich neu gebaut. Und ich konnte das damals leider nicht weiterspielen, weil Google gesagt hat, oh, du kommst hier nicht mehr rein in den Spielstand. Und ich habe gedacht, okay, dann eben nicht, dann bleibt es ein angezockt. Ja, die Dinge haben sich mittlerweile geändert. Mittlerweile ist es auch nicht mehr nur ein reines Handyspiel. Man kann es tatsächlich seit Februar auch im Browser spielen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber dadurch, dass ich sehr, sehr netten Kontakt zu Apias bekommen habe, habe ich gesagt, okay, ich spiele nach Möglichkeit so am ähnlichen Spielstand, wie es damals war, weiter. Und um den zu erreichen, hat mir Apias ganz, ganz lieberweise etwas unter die Arme gegriffen und mir ein paar Diamanten zur Verfügung gestellt. Darum seht ihr auch links in der Ecke das Wörtchen Werbung. Das heißt, die Videos, die jetzt kommen werden, sind unterstützt durch Apias und dadurch als Werbung gekennzeichnet. Ich werde ja ganz normal spielen, ja, also hier ist nichts großartig gecheatet oder sonst irgendwas wieder hergestellt. Nein, das habe ich ganz regulär erspielt, habe hier rumgebaut und gemacht und getan und ja, habe jetzt mittlerweile sogar Level 16 schon erreicht. Ich wollte eigentlich mit Level 15 anfangen, aber irgendwie habe ich zu viel gefüttert und plötzlich war ich doch schon Level 16. Ja, und ja, worum geht es hier? Das ist ja der Kern der ganzen Geschichte hier. Das ist ein Zoo-Aufbauspiel, das seht ihr schon. Ja, ihr könnt ja ganz viele Gehege aufbauen von den unterschiedlichsten Tierarten. Anfangen tut die ganze Geschichte damit, dass ihr den Zoo von der Tante Trude aufbaut und ihr bekommt da ganz, ganz liebe NPCs an eure Seite gestellt, die euch unterstützen. Zum Beispiel er hier, ne? Also ganz, ganz lieber. Der versorgt euch nämlich, also so euer Zoodirektor, ne? Der versorgt euch mit Aufgaben und am Anfang so ein kleines Tutorial, wie funktioniert das überhaupt? Und der gibt euch auch Einblick in euer Questblock. Ja? Also ganz, ganz lieb, denn der Bürgermeister, das ist diese Aufgabe hier, ne, den lernt ihr auch kennen. Der traut euch nämlich anfänglich gar nicht erst zu, dass ihr überhaupt einen Zoo leiten könnt. Dem zeigt ihr die kalte Schulter, der gibt euch nämlich nur 48 Stunden Zeit für die ersten Aufgaben. Aber keine Panik, das ist echt locker zu schaffen. Ja, und der hat dann Vertrauen gefasst und sagt, hey, ich versorge euch auch immer mit Zielen. Und desto höher euer Ziel kommt, desto höher wird auch euer Zoo bewertet. Ne? Das heißt, die nächste Aufgabe wird, wenn ich also 6 Tierarten jetzt gezüchtet habe, dann bin ich sogar ein Artenschutzzoo. Ja, also ist echt klasse gemacht, ganz, ganz niedlich, gefällt mir echt gut. Ja, ihr könnt ja sogar Arbeiter einstellen, die ihr in eure Gehege setzt, die dann für euch die Tiere füttern, sie bespaßen, sauber machen und so weiter und so fort. Ja, und eure Aufgabe ist es im Endeffekt, den Zoo so groß wie möglich zu machen, beziehungsweise so schön wie möglich zu machen. Denn ihr seht das schon, hier oben habt ihr eure Besucher. Ne? Aktuell bin ich auf dem Weg, also 26 Besucher, ne? Und da seht ihr, ihr braucht immer Punkte, um den nächsten Besucher zu bekommen. Ja, die Besucher kommen natürlich nicht, wenn es hier so aussieht wie bei mir. Ne? Also wenn hier Müll auf der Straße liegt, gut, liegt jetzt bei mir nicht. Ich habe nämlich hier einen schönen Müllmann rumrennen, das ist er hier. Seht ihr? Den kann man auch einstellen. Da bekommt ihr am Anfang einen Gutschein für eine ganze Woche. Ja, und den habe ich eingelöst und dann rennt der hier los und sammelt für euch den Müll ein. Was natürlich eure Besucher sehr zufriedenstellt. Ja, ihr könnt hier Snackstände aufbauen und Souvenirstände aufbauen und alles Mögliche. Und natürlich auch Tiere züchten. Ja, das ist so, oh mein Gott, ich glaube, das ist ein bisschen laut. Warte mal, ich regle das mal einen kleinen Tucken runter, dass euch nicht die Ohren platzen. Ja,
Das ist nämlich eure Aufgabe. Am Anfang fangt ihr natürlich mit Häschen und Ziegen und Pferdchen an, also mit so diesen ganz, ich sag jetzt mal, normalen Tieren. Und ja, da bekommt ihr dann relativ schnell die Aufgabe: Mensch, züchte doch mal neue Tiere. So, und diese Tiere haben dann immer ein höheres Level. Ja, also so wie hier jetzt, wartet mal, ich habe jetzt hier ein Schäfchen gezüchtet, die haben Stufe 2. Ja, aktuelle Aufgabe ist, hab Pferdchen Stufe 3. Ja, das heißt, ihr müsst dann halt mit denen, die ihr auf Stufe 2 gezüchtet habt, wiederum die beiden verpaaren miteinander und dann auf Stufe 3 züchten. Ja, denke mal, dazu kommen wir in den nächsten Videos noch mal ein bisschen genauer. Das werde ich euch dann ganz in Ruhe noch zeigen, wie das funktioniert. Beziehungsweise habe ich das, glaube ich, in den ersten Videos damals schon gezeigt und erklärt, wie das funktioniert. Ja, dann ist natürlich wichtig, ganz viel Deko. Ja, ich meine, wenn wir in den Zoo gehen und, naja, der Zoo ist kahl und kein bisschen grün und so, seht ihr schon? Dann finden wir das auch nicht schön. Und das ist jetzt hier unsere Aufgabe. Wir müssen gucken, dass der Zoo viele Besucher anlockt, die natürlich viel Geld bringen. Ja, das ist ja auch klar. Wo ist denn hier der letzte Dreck? Also kommt mal, wo habt ihr denn euren Dreck gemacht? Ah, sehr schön. Ja, also Besucher anlocken. Ne? Dazu kriegt ihr ganz viele Gelegenheiten, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt eure Gehege hier dekorieren, wie hier zum Beispiel mit diesen kleinen, süßen, was ist das? Ein Stein im Steppengehege. Ja, oder hier die Spielgeräte. Das freut natürlich die Besucher umso mehr, weil die dann natürlich auch sehen, dass ihr euch gut um eure Tiere kümmert. Ne? Also ich finde das super kurzweilig. Das macht echt Laune. Man ist auch, ehrlich gesagt, relativ schnell durch, wenn man sich hier einloggt. Also man verbringt jetzt nicht zwangsläufig unendliche Stunden hier, um irgendwas zu schaffen. Ja, man versorgt hier seine Tiere und kann natürlich Stunden verbringen. Ja. Alter, die sind aber laut. Also total knuffig hier, die Tierchen. Ja, du willst bespielt werden, ja? Ja, na komm, dann spielen wir ein bisschen Ball. Ja. Ja, nun lauf hinterher, genau. Na los. Oh, no. Hol ihn dir. Ja. Natürlich, was ich noch besonders toll finde, ist diese Kombination, dass ihr das, was ihr im Browser spielt, auch ganz regulär auf dem Handy spielen könnt. Ja, also im Endeffekt verknüpft das mit eurem Google-Account und los geht's. Ja, beziehungsweise mit eurem Apias-Account in dem Fall. Und dann könnt ihr das auf beiden Plattformen spielen. Ja, ich spiele ja ganz gerne am Rechner, weil ich dann einfach, ich finde das größer, das ist besser zu sehen, es ist nicht so klein minimalistisch auf dem Handy. Und ja, dementsprechend kommt mir das sehr, sehr, sehr entgegen. Ja, da gucken wir doch glatt mal, was wir so an Aufgaben zu erledigen haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. So, wir sollen nämlich ein Clubhaus platzieren. Das war nämlich der Punkt, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ich fange jetzt an aufzunehmen. Weil mich das total interessiert. Was ist denn bitteschön das Clubhaus? Oder warte mal, man kann nämlich, glaube ich, auch in der Quest da drauf klicken. Ah, und dann öffnet sich das Fenster automatisch. Ui, wo stellen wir das denn hin? Oh, hier muss ich noch Land kaufen. Das ist ganz schön groß. Hallo? Uiuiuiui. Du bist aber wirklich groß. Alter Verwalter. Oh, ein schönes Gebäude, oder? Klasse. Sehr, sehr cool. Ja, die stellen wir mal dahin. Vielen Dank. Endlich kann unser Clubhaus eröffnen. Ja, na, das ist doch klasse. Oh, hier die nette alte Dame. Die haben wir ja damals schon kennengelernt. Na, ich glaube, die bandelt ein bisschen mit unserem Direktor an. Oder? Wir werden den Fall weiter beobachten. Ja, das Clubhaus ist wunderschön geworden. Ja, das finde ich auch, meine Liebe. Sehr wohl. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar. Das hier ist nämlich James. Glaube ich. Oder so, wie so ein Butler halt heißt. Ohne sie wäre mein Traum heute nicht Wirklichkeit geworden. Jetzt wird es Zeit, ihr Clubhaus auch zu nutzen. Gründen Sie Ihren eigenen Club oder treten Sie einem bestehenden Club bei. Eine gute Idee. Ich kümmere mich sogleich um die Vorbereitungen. Entschuldigen Sie mich. Willy, Averia, ihr habt ihn sehr glücklich gemacht.
als ich, oh, Jenkins, Entschuldigung, nicht James, er heißt Jenkins. Es tut mir sehr leid. Als ich aufs England fortging, hatte Jenkins bei seinem neuen Arbeitgeber keine guten Jahre. Nun ist er froh, wieder eine nützliche Aufgabe zu haben und das Clubhaus zu führen. Das freut uns doch, nicht wahr, Averia? Mhm. Komm, gehen wir ins Clubhaus. Gründen Sie Ihren eigenen Club oder treten Sie einem bei? Ja, wir machen mal doch mal. Gut, das baut sich ja jetzt hier noch eine Weile auf. Also ich denke mal, das gucken wir uns in der nächsten Folge dann an. Ja, da werde ich erstmal gucken. Vielleicht. Aber hey, wir haben Unterstützung von Abias bekommen. Wir nutzen die doch auch gleich mal. Clubhaus-Bewerbungen, Clubhaus-Bestenliste. Bewerbungen, Club gründen. Ui, wollen wir einen eigenen Club gründen? Dein Clubname. Ja, also, ne? So heißen wir nun mal, ja? Die Saubandenzentrale. Gründe deinen eigenen Club, gib einen Namen ein und wähle die Amtssprache für den Club aus. Mach mal, kostet uns auch 10 Diamanten. Sehr schön. Ui, es freut mich sehr, dass wir nun Mitglied in einem Club sind, ja? Ja, das freut mich auch. Und was machen wir nun? Nun haben wir die Möglichkeit, in Wettbewerben gegen andere Clubs anzutreten und tolle Preise zu gewinnen. Der internationale Verband der Zoobesitzer vergibt unter den Siegern wertvolle Tierstatuen als Auszeichnung. Ui, Tierstatuen? Die machen sich bestimmt gut in unserem Zoo. Komm, Averia, lass uns einen Wettbewerb teilnehmen. Für Clubwettbewerber gespendet. Okay. Gucken mal da oben. Mitteilungen? Gar keine. Oh mein Gott. Afrikanischer Eselwettbewerb? Was ist denn hier? Lade einen Spieler per Support-ID in deinen Club ein. Also, liebe Leute, ja, wenn ihr Lust habt, hier mitzumachen, ich lerne das System auch gerade erst kennen, dann, ihr wisst jetzt, wie wir heißen, ja, dann bewerbt euch doch einfach bei uns. Keine laufenden Wettbewerbe. Spendentafel. Aha. Oh. Okay. Und wir können. Oh, drei Leute können ja. Ne, drei. Ach, stopp. Top-Spender. Ne, das sind die Clubmitglieder, ne? Drei können wir haben. Aha. Und für den vierten müssen wir dann Geld sammeln. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Dann werde ich ja mal noch eine Beschreibung einfügen. Nämlich, dass wer hier eintritt, auch auf YouTube zu sehen sein wird. Oder damit rechnen muss. Ja. Und ja, ich meine, fair müssen wir schon sein, weil der ein oder andere möchte das vielleicht nicht. Ne? Gut, ich würde aber sagen, für den Anfang kommen wir einfach mal zum Ende dieser Folge. Wenn ihr denn mögt, sehen wir uns am nächsten Samstag wieder. Und mal schauen, wie weit wir bis dahin gekommen sind. Ob wir denn mindestens schon mal mit 2 Mitgliedern am Start sind. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann drückt das Däumchen nach oben. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.